Leute, willkommen zurück zu Monster Hunter Rise mit den guten Tränen in Fangstyle. Wir machen heute den Apex Zinogre. Ist das die neueste Quest, die wir genommen haben? Das gehört zu den neueren Zinogre Quests, ja. Event Quests. Zinogre Quests. Also die Quest ist jetzt komplett neu, ne? Ja, die sind neu reingekommen. Okay, ja. Mal sehen. Apex Zinogre steht an, Leute. Das wird heftig werden, glaube ich. Vögelchen, ne? Oh, scheiße. Oh. Oh, ich höre nur dieses Wort, Vögelchen, und schon. Geht die und Lust schon kein Bock mehr, ne? Schon direkt keine Lust. Ja, ist tatsächlich, ist halt echt so. Da müssen wir leider durch. So ein, ich weiß nicht, so ein, erstens ist es ein Zinogre. Die waren ja, die sind immer so, sowieso schon ein bisschen härter als üblich. Ja, solange es nicht der Höllenzinogre ist, geht das eigentlich noch. Aber Apex, wir haben halt gegen den noch nicht gekämpft. Ja eben, du weißt halt nicht, wie der Apex ausrasten kann. Richtig. Boah, der ist groß. Der ist groß und golden. Wir wissen halt nur, dass der Höllenzinogre halt auch extrem... Der ist groß und goldig und gold. Groß, goldig und süß. Alter, der brennt jetzt schon, ne? Ja. Der ist jetzt schon wütend. Alter. Ich bin halt gleich halt mega gespannt, was der drauf hat. Wirklich. Weil Zinogre ist auch eins meiner Lieblingsmonster, müsst ihr wissen. Kommt direkt nach dem Brachydios. Deswegen bin ich halt mega gespannt. Oh. Wir sollten noch nicht hingehen, ne? Oh. Noch nicht hingehen. Alter, der sieht krass aus. Der ist von Anfang an ja in seinem aufgeladenen Modus. Dann will ich gar nicht wissen, wie der ausrastet, wenn der richtig dann loslegt. Ja. Wir müssen auf jeden Fall so viele Vögelchen am Anfang sammeln, wie es nur irgendwie möglich ist. Yep. Wo sind denn die ganzen Vögelchen? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Leider. Überall und nirgends. Oh, warum kann man das dann nicht leichter machen und die Vögelchen auf der Karte markieren? Wenigstens das. Kann man das nicht? Nein, leider nicht. Ich habe nie daran gedacht, dass es eventuell eine Möglichkeit sein könnte. Ist mir auch gerade erst eingefallen. Nicht, also, das wäre der nächstbessere Weg, wenn man unbedingt diese Vögelchen-Kacke beibehalten will. Ja. Dass jeder Vogel, den du gefunden hast, einfach auf der Karte markiert wird. Das wäre dann auch schon, das würde es einiges erleichtern, weil man sich dann wenigstens eine Route zurechtlegen kann, um die Vögelchen relativ schnell zu sammeln. Wie ist mein Angriff? Mein Angriff ist noch nicht mal zur Hälfte voll bei den Vögelchen. Wenigstens die Death. Der Angriff ist ja erstmal egal. Aber die Death muss halt voll sein. Death, Leben und Ausdauer am besten. Moment. Dann mach also diese Punktechen, Punktevögelchen, die braucht halt kein Mensch, Alter. Echt so? Braucht halt wirklich niemand. Ich reise jetzt mal zum anderen Lager. Aber trotz allem, Monster, Leute, bitte lasst euch davon nicht beirren. Monster Hunter Rise macht übelst Bock. Wenn ihr es selbst spielen wollt, dann spielt es. Ihr werdet keinen Fehlkauf machen mit Monster Hunter. Also, wenn ihr auf so sammelbares Zeug steht und Rüstung farmen steht, dann macht ihr mit Monster Hunter nie was falsch. Nee, Monster Hunter bringt schon Spaß. Ist ja nicht so. Wir sind auch Fans, die sich beschweren. Alteingesessen sind wir. Ich glaube, ich spiele das Spiel tatsächlich seit dem ersten Teil. Seit der PlayStation. Portable, glaube ich, war das. Oder war es 2? Der erste Teil kam auf Heimkonsole. Also 2, ne? PlayStation 1 oder PlayStation 2, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht mehr genau, aber PlayStation 2, da gab es ja einen. Ich glaube, du hast recht, PlayStation 2 müsste der erste gewesen sein. Denke ich jetzt auch. Hier ist noch eine Schnecke, die nehme ich mal mit. Hier ist noch ein Busch. Nebelschnecken sind immer gut. So, Death ist Max. Wie sieht es bei euch aus mit den Vögeln? Mit Vögeln. Death ist auf jeden Fall Max. Death ist bei dir Max, sehr schön. Oh Gott, hier ist ein Naga. Ist das ein Apex-Nagakuga? Nein. Das ist ein normaler Nagakuga, ja. Gut. Oh nee, Belly? Leben ist auch Max. Warum ist in jeder Apex-Quest ein Belly drin? Und Ausdauer ist auch Max. Okay, ich bin voll, glaube ich. Außer Angriff, glaube ich. Willst du dann schon in den Kampf gehen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, du.
Weil ich bin immer noch am Sammeln. Aber ich finde auch keine Vögel mehr. Hier ist noch eine Nebelschnecke, die nehme ich mal nochmal mit. Nebelschnecken sind immer nice. Da sind Vögel. Nice. Aber nur eine Knallkröte. Nimm Knallkröten mit, damit kannst du das Vieh auf einmal umwerfen, wenn es trifft. Oder Belly ist beim Dings gewesen. Ach nein, da haut er ab. Ah, geil. Sehr schön, das gibt einiges an Vögel. Aber mein Leben ist immer noch nicht voll. Oh, Vögelchen suchen ist so kacke. Ich habe einfach keine Route für dieses Ding. Ausdauer ist bei mir schon lange voll. Naja. Death ist bei mir zur Hälfte erst voll. Ich mach die Snookri jetzt. Alter, du gehst das Ding ist gewaltig. Dann pass bitte auf. Oh, hier am Tempel sind einfach 5 Stück oder was? Ja, oben, auf dem Weg immer oben, ne? Ja. Okay, Blitz macht er. Auf jeden Fall. Ja, das war klar. Blitz macht er. Boom. Und da liegt er. Da sind noch Vögel. Der macht aber auch einen Damage, Alter. Meine Death ist gleich voll. Ich brauche nur noch einen. Oh Gott. Ja, ich sehe es. Du verlierst die Hälfte fast mit einem Schlag. Bro ist aber auch schon auf dem Weg zu dir, glaube ich. So, Leute, jetzt seht ihr das langweilige Gesuche nach Vögelchen bei mir noch für ein paar Minuten. Und dann gehe ich auch in den Kampf rein. So, hier ist nochmal so ein Angriffsvögelchen. Ah, der Typ, ich habe auf jeden Fall Respekt. Mein Angriff ist aber dafür voll geworden. Okay, lol, der rastet jetzt schon aus, Alter. Wie, der rastet jetzt schon aus? Der ist jetzt schon voll sauer gefühlt. Komm mal raus aus dem Wald da, ich sehe dich, da kann ich doch nicht gegen dich kämpfen. Ist hier noch irgendwas drin? Junge. Vögelchen, nö. Weg hier. Auf den Tempel kann man auch rauflaufen, ne? Da war doch was, oder? Oder der Kampf könnte wirklich schwierig werden. Eine Juwelenlilie, die ich noch nicht hatte. Interessant. So, sind hier drinnen noch Käfer. Bitte lass mich hier die letzten Käfer finden, das wäre awesome. Warte mal, was macht er da? Alter. Hier war nur, oh Gott, hier war ernsthaft nur... Ich sehe es schon kommen, wir werden sterben, Alter. So schwer... Der macht unfassbar viel Schaden. So, ich mache mich jetzt auch auf den Weg zu euch. Ich hoffe, dass ich auf dem Weg die letzten Vögelchen finde. So, einmal hier hoch. Bitte sterbt. Oh Gott, macht der einen Schaden, Alter. Was zum Teufel? Ich sehe das ja an euren Lebensbalken. Junge! Oh, oh. Lass dich nicht treffen. Wie ich einfach direkt, weißt du, wie er einfach direkt auf einen zustürmt, Alter. Da ist nochmal so ein Lebensdingens. Alter. Sehr schön. Jetzt werde ich mich aber auch in den Kampf einmischen. Ja, jetzt, wo er abhaut. Ich bin ja schon auf dem Weg. Wo ist er denn? Brauchst du noch 100 Jahre, Alter. Ja, tut mir leid, dass ich halt die Vögelchen nicht finde. Dann such die richtig. Ja, ist klar. Such die richtig, sagt er. Da oben oder unten? Unten wahrscheinlich, ne? Ne, oben. Also nicht da unten gehen, Leute. Auf geht's. Oh, kacke, Alter. Ich hab Angst vor ihm. Ich hab Resteppe. Irgendwas kannst reiten. Dann reite! Ich bin drauf! So, los geht's! Oh Gott! Jetzt mische ich mich auch an. Endlich geht auch bei mir die Action ab, Leute! Oh, du bist auf dem Nager. Ja, geil! Liste große Monster aktualisiert. Und jetzt berührt der Rechner. Los! Zinoke Klaue habe ich gekriegt, lol.
Ah, ich auch. Sehr schön. Rückenpanzer, oh, Rückenpanzer. Alter, das war ein Schlag und er hat mir über die Hälfte an Damage gemacht. Ja, der Typ ist nicht gerade. Ne? Oh, Brudi, Alter. Ja, genau. Elektroklingen, Alter. Elektrokettensägen, scheiße. Ja, geht sogar Tenchos, Alter. Ja. Oh, Brudi. Warum habe ich das nur ausgewählt? Du wolltest es. Ich wollte es so, dann regeln wir das auch. Oh, Brudi, geh doch zur Seite. Geh doch. Hier, ich platziere ich platziere meine Nebelschnecke. Wir dürfen auch gerne mit Pfeilen spielen. Wir werden jetzt wahrscheinlich eh nicht fangen, ne? Wow! Oh, oh. Rain. Ich kann mich nicht bewegen. Ja. Das wäre fast was geworden, ne? Das war richtig knapp. Wir müssen in der Nähe der Nebel... bringen wahrscheinlich gar nichts gegen den. Nee, gegen Schockfallen wird er immun sein. Bleibt in der Nähe der Nebelschnecke, dann könnt ihr euch heilen. Ah, er konzentriert sich genau in dem Moment auf Bro, ne? Oh, das ist so geil, Alter. Ja, ich lege eine Fallgrube. Hat die Fallgrube was gebracht? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, ich glaube nicht, ne? Ja, komm her jetzt zur Fallgrube. Der Schaden gegen das Vieh ist ja un... Also, der Schaden, den das Vieh macht, ist unmenschlich, Alter. Jetzt erwütend, deine Arme sind rot. Nee, Fallgrube bringt nichts. Ja, das durfte jetzt schmerzhaft herausstellen. Oh. Wow. Fallgrube bringt gar nichts. Alter, er geht auf mich. Oh Gott. Das ist doch mal ein krasser Zinokre-Kampf, Alter. Bisschen zu krass. Zinokre, Alter. Der ist ein bisschen zu krass, ne? Also vom Schaden her ist das ja. Vom Schaden her ist das ja unmenschlich. Miku! Oh oh, verwirrt. Oh oh, oh oh. Der Belly ist da. Belly, rette uns! Zum Glück. Belly drauf? Ja, ich bin drauf. Gut. Da kann ich mal mein Schwert wetzen. Alter! Oh Gott, dieses Vieh. Alter, kannst du mal damit aufhören, Bruder? So. Das kriegst du richtig auf die Schnauze, Alter. Und jetzt berittener Rechner. Mach. Wie schön ist dein Kopf. Gib ihn. Das hast du verdient, Apex Zinokre, Alter. Oh ja, hau da ab. Hat er irgendwas verloren? Shiny Drop mäßig? Nee, weil wir haben alle Shiny Drops, glaube ich, von ihm schon gekriegt. Mit deinem Angriff gegen Nagakuga. Oh, das war, Alter, der Schaden ist ja unglaublich hoch. Und stell dir mal vor, wir hätten nicht die Vögelchen eingesammelt. Ja, das war ist ein bisschen heftig. Wie gesagt, Leute, Alpha-Vögelchen wären besser gewesen. Dann hätten wir sofort ins Match einsteigen können. Ah. Ich nehme jetzt noch mal ein paar Vögelchen mit, die ich so finde. Gerade ein Lebensvögelchen hätte ich noch. Und ich habe das letzte gefunden. Damit bin ich auch endlich voll. Ich hätte gerne noch einen Angriff, glaube ich. So, wo ist der Apex Zinokre? Der ist da hinten, ne? Der sieht schon gewaltig aus, ne? Der ist auch gewaltig cool, aber ich mag seine Originalfarbe, glaube ich, lieber. Von der Farbgebung her. Ich finde den cooler irgendwie. Findest du den cooler? Das Original habe ich zu oft gesehen. Außer ist mir das Original ein bisschen zu bunt. Ich mag das Original, gerade deswegen, weil der so schön hell und bunt ist.
Wow! Ich komme gerade wieder, Alter, und ich werde sofort weggeballert. Ich würde mich gern heilen, Alter, Dude. Habe ich keine Nebelschnecke mehr? Oh, shit. Nee, ich habe beide Nebelschnecken verbraucht. Oh, Mann. Ey, Alter. Oh, nein. Oh, nein, oh, nein, oh, nein, oh, nein. Nein, Mikuna! Mann, Alter. Du warst betäubt, oder? Ja, natürlich. Ich sterb halt nicht. Ich sterb halt nur an Betäubung, weil wenn ich nicht betäubt bin, sterbe ich halt auch nicht. Leute, jetzt geht halt nicht. Leute, jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, der Miko hat vorher noch im Discord geschrieben, dass jedes Monster, das mich tötet, gut ist. Ja, ist ja auch so. Ironie oft. Ich sterb halt nur, wenn ich betäubt bin. Sonst weiche ich immer rechtzeitig aus. Kenn ich, die Betäubung ist bei mir auch der größte Sterbegrund. Ist halt das Nervige, ey, wirklich. Nur wenn ich betäubt bin. Das regt mich so auf. Na! Oh. Oh. Tut mir ja leid. Alter. Da tut mir echt leid, dass du da gestorben bist, du. Ich meine, kann ja mal passieren, ne? Ich hätte einfach liegen bleiben sollen. Weil wenn Bro jetzt auch noch stirbt, ist die Quest fehlgeschlagen. Egal, wer jetzt stirbt. Ich muss mir öfter eine Nullbeere reinpfeifen. Wir müssen jetzt extrem vorsichtig spielen. Er hat gerade auf Fang abgesehen. Ja, er ist ja auch der Einzige, der gerade da ist. Nee, ich bin ja auch da. Achso, du bist auch schon wieder da? Okay. Alter, da wollte ich mich gerade healen, dann greift er mich halt einfach nochmal an. Ich hätte einfach springen sollen. Aber ich kenne halt seine Angriffe noch nicht. Das nervt. Er greift schneller und stärker an als der normale Zinokre. Irgendwie leckt er gerade ziemlich rum. Leckt er bei dir rum? Ja, der steht still gerade. Also bei mir nicht. Nicht, dass du jetzt geflogen bist. Es gab Verbindungsfehler, ich bin geflogen. Oh, toll. Ja, moin. Abbrechen. Ja, nee. Jetzt kann ich ja mit. Da müssen wir jetzt durchziehen. Ja, du bist jetzt aber alleine. Ja, krieg ich schon hin. Alleine ist er machbar. Du weißt, ja, ich drück dir die Daumen, dass du ihn schaffst. Das wird schon irgendwie. Alter, ganz schön knapp. Muss ich ja nur ein bisschen mehr konzentrieren jetzt. Ja. Er greift halt einfach extremst schnell an. Es ist halt krass, wie stark der ist. Bring halt rüber. Das Ding ist, wir sind zweimal gestorben. Das heißt, ich darf jetzt gar nicht verrecken in der Quest. Ja, das ist bei uns beiden so. Wenn ich oder Bro sterben, dann sterben wir halt beide. Dann ist halt auch vorbei. Na? Alles oder nichts, du. Er haut bei uns ab. Ja, bei mir auch. Er geht zum Nagakuga anscheinend. Die Leute, jetzt müsst ihr verstehen, der Miko hat es jetzt wesentlich schwieriger als ich. Oh. Nintendo Switch Online, erweitere dein Spielerlebnis. Ja, wir hatten aber einen Sturm in Deutschland. Wahrscheinlich lag es daran jetzt. Da kannst du leider nicht sicher sein, du. Oh. Kämpf doch gegeneinander. Nö. Oh, scheiße. Ah, komm. Er liegt. Nein, ouch. Genug Rückenpanzer. Wow. Oh, Bro hat ihn umgeworfen. Er ist aus seinem Wutmodus raus bei uns. Haut wieder ab. Will das mich verarschen? Luke will mich verarschen, haut schon wieder ab.
Alter, unser Glück ist gerade, bei uns ist er gerade aus dem Wutmodus rausgegangen. Ja? Ja. Er haut ab. Oh, ja, aber Mudo, jetzt kannst du dich nicht beschweren. Jetzt siehst du zwei verschiedene Seiten wieder. Bei mir frisst er. Bei uns will er wohl auch gerade fressen, dieser kleine Lappen, Alter. So, wo ist er hin? Er frisst. Kannst du schön vergessen, Alter. Bamakan wurde gesichtet. Okay, sehr wütend. Okay, das hätte ich nicht machen müssen. Oh, stirb jetzt nicht. Nein, 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 nein. Oh, er ist bei uns, scheiße, er ist wieder im Wutmodus drin, ne? Oh, oh. Ja, unsere Angriffe müssen wir koordinierter und vorsichtiger machen, Bro. Sonst ballert er uns jetzt wieder in seinem Wutmodus weg. Muss halt extrem aufpassen, Alter. Ja, oh Gott, ich hab... Weißt du, was ich ja auch noch vergessen habe? Das werde ich jetzt Bro und mir mal schnell geben. Dämonenmittel und, Panzermittel. Ganz gut, dass du es vergessen hast. Ich weiß. Ich hätte vielleicht wären wir dann nicht gestorben. Kann sein, das könnte der letzte Verteidigungspunkt sein, der hätte drauf sein müssen, ne? Ja. Er haut schon wieder ab, willst du mich verarschen? Alter! So. Er haut bei mir auch schon, bei uns auch schon wieder ab. Aber ich finde das gerade geil, dass der gute Miku überlebt halt sehr gut. Also gebt einen Daumen hoch für den guten Miku bitte, der den ganz alleine macht. Ja. Nicht mehr lange, du. Ich spiele halt extrem defensiv. Ja, besser ist es. Lass dir die Zeit, dann wird der Part halt länger und... Damit müsst ihr leben, Leute. Ich glaube aber, ihr habt Spaß daran zu sehen, wie wir vom Apex Zinogre auf die Schnauze bekommen. Oh, daneben, Alter. Wirklich, wieso bin ich mich da getroffen? Oh, aber das ist tatsächlich ein Kampf, den finde ich gar nicht schlecht. Vom Schwierigkeitsgrad her. Gerade. Ein bisschen viel Schaden, aber er macht Bock. Oh, oh, jetzt ist er bei uns richtig sauer. Oh, jetzt geht's los, Alter. Ja, bei mir auch. Seine Augen leuchten sogar jetzt. Ja, ist bei uns auch so. Kann halt nicht sehen, ne? Oh, oh. Weg hier. Puh! Udi, bleib mal ganz locker, Alter. Alter, es ist schwer, seine Angriffe vorauszusehen, wenn der wütend ist, ne? Ja. Oh boy. Oh, der rein, Alter. Ich darf gleich schon wieder zum Lager gehen, um neue Megatränke zu holen. Ja, ich gehe jetzt auch zum Lager.
Habe ich jetzt gerade vor, aber ich da bin gerade im Kampf. Ich muss gerade irgendwie versuchen jetzt zu überleben, damit ich fliehen kann, weil ich brauche neue Megatränke. Weil ich muss hier weg. Dann. Oh nein. Nein, 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 konzentrier dich auf mich. Nein, ich hab verloren. Wir sind raus. Echt jetzt? Ich hab verloren? Ja. Wirklich? Ja, wir haben verloren. Wirklich. Ich hol mir gerade neue Megatränke. Er hat mich dreimal angegriffen. Keine Chance. Ich versuch's noch. Na doch, bin ich drinne. Tja, Leute, wenn Miku das auch nicht schafft, löschen, werden wir diesen Part, den werdet ihr dann nicht sehen. Falls ihr das dann noch von mir jetzt hört. Doch, man muss auch Niederlagen sehen. Nee, nicht deswegen. Es gibt dann halt nichts zu sehen. Der Part lohnt sich dann halt einfach nicht. Ja, doch, lohnt sich. Dann lohnt sich trotzdem. Weil im nächsten Part versuche ich den halt dann nochmal. Ja, dann wird das halt, werden halt zwei Parts draus. Man stirbt halt einfach. Ist halt nur normal. Das nur, weil mich das Vieh dreimal angegriffen hat hintereinander. Ja. Ich habe auch nur einmal sterben, ne? Puh. Lustig ist dann auch noch, ich bin beim zweiten Angriff nicht liegen geblieben. Wäre ich liegen geblieben, wäre ich nicht gestorben, aber sie ist halt nur weggerutscht. Tja, so ist das, Leute. Das heißt, im nächsten Part werden wir den leider nochmal machen müssen. Ja. Und diesmal hoffentlich ohne rausfliegen. Ja, bitte. Drücken wir die Miku die Daumen, aber der Miku macht das jetzt zwar auch schwer, aber ein bisschen leichter als ich, weil er anders skaliert ist. Sag jetzt nicht, du stirbst. Was heißt leichter? Skaliert. Ah, das Problem ist halt, wenn er... Aber jetzt rausballern oder zu einer. Wenn er dich nur einmal in bewegungslos macht, bist du tot, ne? Ja, deswegen achte ich auch auf Null, Ben. Nee, ich meine, wenn du betäubt bist, dann kannst du auch keine Nullbären nehmen. Ja, deswegen achte ich ja drauf. Wenn ich sobald ich oben das Blitzsymbol sehe, hole ich mir pfeife eine Nullbeere rein. Ja, wir können jetzt nur noch warten auf den guten Miku. Mhm. Das war scheiße. So, dann gucke ich mal, kann ich irgendwas machen, was mir wesentlich mehr Def gibt. Aber sobald ich meine Rüstung dann ablege, kann ich nicht mehr supporten. Dann ist das Thema gegessen. Die stärkste Rüstung ist tatsächlich die Walstrax-Rüstung. Aber da sinkt der Donnerwiderstand auch ins Unendliche. Ich bin enttäuscht. Ist das normal? Nicht jedes Monster, ne? Kann man sofort. Wir haben bis jetzt aber gut durchgezogen. Ohne Tod jede Quest abgeschlossen. Ey, komm, du lebst noch. Boah, aber weiß wie lange. Ich brauche halt nur einmal nicht aufpassen, ne? Ja, die Frage ist, ob du ihn überhaupt, wenn du so defensiv spielst, in der Zeit tot kriegst. Ja. Och Mann. Der liegt unter... Das ist das Dümmste, was passieren kann, ey. Weißt du, der Gegner liegt. Was passiert? Ich werde von irgendeinem scheiß Minimob weggerumpelt. Aber jetzt kann ich nach der Schwäche von diesem Kackvieh gucken, glaube ich. Nee, leider nicht. Scheiße. Ja, wisst ihr was, Leute? Während der Miku dann kämpft, gucke ich jetzt online, was er für eine Schwäche hat. Ist mir auch scheißegal. Ja, guck mal. Mal gucken, was wir hier haben. Apex Zinogre. Extra für euch. Seine Schwäche ist Eis. Sehr gut. Hätte ich bloß die Eisklinge mitgehabt. Laut schon wieder ab, wird sie verarschen. Okay,
Das passt. Explosionsklingen sind trotzdem auch gut gegen ihn. Aber wenn man eine Eisklinge hat, sollte man die mitnehmen. Ja, hatte ich. Hätte ich. Wie, was heißt hätte ich? Ja, die hätte ich. Ich hätte die mitnehmen können, aber ich habe eine Feuerklinge mitgenommen. Gegen Feuer ist er immun. Echt? Warte, ja. Ist er resistant gegen. Das, okay. Das heißt, den Elementschaden kannst du abhaken. Das heißt, du wirst länger brauchen, um ihn zu besiegen. Ist ja kein Problem. Falls du ihn überhaupt besiegst, wie gesagt. Ja. Zeit, ne? Ja, der ist gerade mega sauer. So, ich guck gerade, ob ich nochmal bessere Eisklingen machen kann. Nee. Ich müsste tatsächlich einen Kushala Daora machen. Dann hätte ich die perfekten Klingen für diesen Mob. Ja, aber der gute Miko hat recht, Leute. Niederlagen gehören dazu. Das war das erste Mal, dass wir gegen den Apex gekämpft haben. Ach, Mann. Das hier klingt nicht gut. Ach. Das ist nur nervig. Da fängt an, der Hals, juckt mir der Hals und in dem Moment kommt auf mich zugestürmt, weißt du? Ah, okay. Oh, wir können jetzt eine Nullbeere fressen? Ich würde gerne Nullbeere fressen. Oh, ich will keine mehr fressen. So, jetzt sag nicht, dass du stirbst. Das wäre uncool. Oh Gott, Brudi. Oh oh. Gut, hab noch einen Megatrank gekriegt. Wo bleiben eigentlich die anderen Mobs, Alter? Wir können, war vorhin in der Nähe. Wir können die ja leider, wie gesagt, auch nicht nachjoinen. Nicht? Geht das nicht? Nee, du bist ja aus dem Raum geflogen. Stimmt. Dann kann ich aber einige Sachen hier gerade mal noch im Part erledigen, bevor der gute Miko dann gleich wiederkommt. Ich kann mal meine Sachen nämlich abholen dann. Ach Gott, nein! Oh. Nee. Nein, alles... Okay, ich sterb jetzt. Und, du lebst? Ja, ich bin tot. Was? Und schon wieder, ich bin tot, aber es war wieder die Paralyse, wie ich schon gehabt. Es ist immer die Paralyse. Ich sterb immer an die scheiß Paralyse. Miko an der Paralyse und ich, weil er mich dreimal angegriffen hat. Läuft bei uns. Richtig hart, Alter. Immer an der Paralyse. Aber jetzt weiß ich wenigstens Eis. Eis ist die Schwäche und jetzt können wir uns besser auf ihn vorbereiten. Genau. Ja. Ach, und wir wissen halt jetzt auch, dass wir wesentlich vorsichtiger agieren müssen. Leute, so kann es auch gehen. Korrekt. Deswegen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wir werden ihn, glaube ich, nochmal probieren, ne? Ja, wäre auch wahrscheinlich anders gelaufen, Leute, wären Miku nicht geflogen. Wahrscheinlich. Weil dann hätten wir drei Leute gehabt und dann wäre er wahrscheinlich nicht dreimal auf einen gegangen oder sowas. Wer weiß das schon. Und wir wissen jetzt, dass ich eine Eisklinge brauche zum Beispiel. Genau. Leute, das wird's hier gewesen sein. Miku macht die Abmoderation, ich sag bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und dann werden wir ihn hoffentlich besiegen. Wir werden sehen. Ciao. Ciao.